Top Lane ist Ignite gegen Ignite. Das wäre actually sehr gut Pre-6 zum Impacten. Ich weiß nicht, ob ich Red Smite besser finde. Ja, ich glaube, ich spiele Red Smite. Oh. Okay, Geist, ich mach Chat weg. Ich try harde. Meine Mates sind jetzt, ich mute die beiden. Die sind komplett mental. Ich werde Pre-6, glaube ich, um Top rumspielen. Wobei eigentlich will ich die Botlane nicht allein lassen. Ich glaube, oh, wir könnten 1-25 Enemy Red. Okay, nice. Maybe starte ich dann eh. Normalerweise startet man W auf Level 1. Oh wait, wir sind so spät. Oh mein Gott. Eventuell muss ich, oh Gott, oh Gott. Wir smiten den Einhorn. Junge, der ist so ein... How? Why would you leave the brush? Ah, the bush. Oh. Whatever. Muted. Das ist so ein dummer Vollidiot. Es wäre einfach besser, wenn ich alleine gewesen wäre. Oh my lord. Toplane ist jetzt verloren, weil er so viel XP gemisst hat. Jungle ist jetzt verloren, weil ich so viel Zeit verloren habe. Game ist aber direkt lost, automatisch lost. Es ist. Junge, einfach komm. Also, wenn man da als Toplaner den Busch verlässt, wenn man. Es ist doch so obvious, was der Jungler machen möchte. Und kein Jungler smitet auf Level 1, also gehe ich da einfach hin und smite ihm den Red Buff weg. Es ist crazy. Es ist einfach actually crazy. Alter Vater. Ah, dieses Game. Dieses Game, ey. Das ist so XD. Das kann man sich echt nicht geben. Geisteskrank. Geisteskrankes Game. Das ist der Game. Oh, whatever. Also bitte. Im Chat, ne, wenn ihr so eine Situation seht und ihr seid der Toplaner, dann macht, also dann lauft ihr nicht aus dem Busch raus. Also jeder, der aus dem Busch da rausläuft, ist einfach am Griefen. So. Weil wirklich kein Jungler smitet auf Level 1, okay? Wirklich, das macht einfach keiner, weil es sich nicht lohnt. Man restort mehr Leben und macht mehr Schaden auf Level 2. Deswegen smite ich einfach clean, sobald er den Low gehittet hat. Und fight ihn dann. Ne? Also alles andere ergibt einfach keinen Sinn, das anders zu spielen.
Nice. Ah, viel zu früh geultet. Nee, mach ich nicht. So. Ich gebe die Krabbe ab. Whatever. Wenn er wirklich die Krabbe fighten möchte. Brauche ich nicht. Enemy Midlaner ist gerade wieder auf die Map gelaufen und Krabbe ist nicht mehr da, ja. Ich weiß gar nicht, was der machen wollte. Ja, Lee ist Botzeit für die Krabbe da. Ich hätte resetten sollen wahrscheinlich gerade. Ich resette die Topside, ich kaufe mir Boots und Boots und Sunfire. Ah, dieses Level 1 ist mir immer noch im Kopf drin, ne? Alter Vater. Das ist geisteskrank. Okay. Ich würde gerne Enemy Topside invaden. Ich sollte 1v1 technisch den Dings machen. Shit, das ist Level 6 geworden. Ja, war nicht gut von mir. Jetzt kann der meine Topset invaden, wenn er möchte. Weil er Mitte Pressure hat. Ich bin mir fast sicher, dass wir gewinnen. Ich muss aufpassen. Ja, das sieht mir doch ziemlich troll aus von denen, ja. Nice. Ich kann runter clearen, Botzeit full clearen. Justin hat keinen Kick. Das stimmt schon, wir können Mitte eigentlich ziemlich einfach abusen, dass der kein Flash hat. Mit jeder Uri-Ult ist der jetzt tot eigentlich. Dass die Nami nicht stayt, ne? Ah, die Nami ist so am Griefen, ey. Es ist crazy.
weiß nicht, was ich hier jetzt genau mache. Ah, da ist halt die Sinn. Hm. Ah, die Sinn ist actually da. Dann sollten wir jetzt hier ein Botlane-Play machen. Wir haben Mitte Pressure, wir können hier jetzt for free ein Botlane-Play machen. Eigentlich darf der das nicht, ne? Okay. Ja, der Twitch läuft dann gerade unsichtbar mit auf die Lane. Keine Ahnung, was wir hier machen. Das ist alles so bad. Alter. Hm. I mean, wir haben Turret bekommen. Die haben aber First Blood Turret Top bekommen. Die kriegen Drachen. Es ist so komisch. Es ist so komisch einfach nur. Es ist so komisch und so bad. Ich hätte, glaube ich, mehr um Botzeit spielen sollen. Mit der Jinx Nami Lane von Anfang an. Es war halt von Level 1 an einfach doomed irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Play hier ist. Ob ich direkt top rennen kann mit Turbo Champ Tank. Er hat halt schnell genug geklärt. Wird Dingsens noch sein. Chase ich überhaupt. Haben wir Malsa bekommen und wir haben keinen abgegeben, also that's fine, I guess. Okay, wir haben Mitte-Turm bekommen, ist fine.
Sweep angemacht ist, falls Jax da im Busch steht. Ah, eigentlich hätte ich dafür nicht Sweepern brauchen. Bisschen Sweeper gewastet. Ist halt eine Minute Cooldown. Alarm. Jetzt bin ich auch dead. Ori hätte halt ulten müssen, als ich ihn gestunt habe. Hatte wahrscheinlich nicht keine Möglichkeit gehabt. Ja, dieses Game ist so komisch irgendwie. Es fühlt sich nicht wie ein Ranked an. Das fühlt sich echt nicht wie ein Ranked an. Das fühlt sich so rumgetrolle irgendwie. So vom Lobbystart einfach. Vom Lobbystart einfach so troll an. Oh, naja, actually von diesem Level 1 an. Ja, gut. Das ist auch einmal meine Attitude hier. Dass ich auf dem Account spiele. Schon weniger Tryhard automatisch. Der macht erstmal 2v1 top. Jo, klasse, wirklich extrem gut gespielt. Mit Heal und mit Ghost. Mit Heal und mit Exhaust. Schaffen sie es nicht, den. Es ist halt. I don't know. Die griefen halt irgendwie. Also ich check das nicht. Na, ist schon gut, dass Ori den Kill nimmt. Aber wir haben jetzt Turbo Champ Tank ab. Wir müssen halt durchgehend jetzt Plays machen eigentlich. Am besten müssen wir mal den Lee Sin tot kriegen. Das wäre auch ziemlich wichtig. Dann kriegen wir noch einen dicken Shutdown. Ich weiß nicht, wie der Twitch im Game ist so, ne? Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch den Drake als nächstes. Hier ist, wir können den Lee Sin hier töten. Na, look at him. Wäre schon cool, wenn wir den hier töten würden, ne? Aber irgendwie, der Garen läuft zusammen mit dem Garen. Einfach, Garen muss einfach nur hier sein. Garen! Das ist so sad. Ja, jetzt wird er da einfach wieder rüber W, ne? Gott bless das, aber dass es so schwierig ist, den zu töten. So, wenn Garen einfach. Oh, whatever. Oh, whatever, right? Whatever. Stakuliert einfach währenddessen. Und warum kommt da keine Nami Wave? Hä? Wir sind komplett in Advantage. Ist es überhaupt gut? Dass ich sterbe, war mir schon klar eventuell. Ich hoffe halt, dass die den irgendwie machen. Schön Autotext in den Stun reinpfeffern, damit der mehr Schaden macht. Aber ich glaube, es war worth, oder? Shutdown, 2 Kills für 500 Gold Shutdown. Jetzt werden die beiden aber noch sterben. Dann ist es vielleicht nicht mehr so worth. Ich glaube, das ist der obere gewesen, ne? Ne, scheiße. Hab den falschen gepinkt. Jinx gönnt sich auf jeden Fall. Die Jinx ist stark. Das ist ja es ist irgendwie, das Game ist einfach trolly troll. Der Lee Sin wird da hingehen. Ja.
Listen behind. Ja, ah yes, wir dürfen da halt einfach nicht reingehen, das ist eigentlich ein bisschen obvious gewesen, aber ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht nicht mehr so gut aus, doch, 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 sieht wieder gut aus, glaube ich. Ja, nice, schönes Ding. Okay. Ja, der nächste Drake wird halt entscheidend, ne? Kann die Jinx getötet werden von dem Shaco? Ist die one-shot werden von dem Shaco, ist die Frage, ne? Eigentlich wäre das Troll, weil das der Support ist, aber. Seems pretty strong, though. Ich muss, glaube ich, einfach weiter Armor bauen gegen die wahrscheinlich, oder? Ich habe relativ wenig CS. Ja, die Jinx ist stark. Wir sollten Front-to-Back spielen und dann können wir das eigentlich nicht verlieren. Ich darf das, glaube ich, hier gerade noch gar nicht machen. Das wird pretty sure. Schönes Ding. Ja, Front to Back können wir eigentlich nicht mehr verlieren. Ja, ich habe honestly keine Ahnung, was ich baue gerade mal. Ich gehe jetzt gerade für Warmox, aber ich glaube nicht, dass das so ein gutes Item hier ist. Also wir müssen eigentlich nur die Jinx peelen, ne? Die Jinx ist so stark. Und dann gewinnen wir das Game. Ich kann darauf Turbo Champ tanken. Okay, Flash von Twitch ist sehr wichtig. Mathe Mann. Nice one. Maybe können wir sogar finishen? Nee. Ah, das Game ist eigentlich gewonnen. Ne? Eigentlich gewonnen. Hätten die beiden nicht TP'd, dann hätten wir hier finishen können. Ich glaube, sie sollten wir liefern. Nee, keiner. Keiner Lust, die Ward zu hitten. Schade. Okay. Ich bin auf jeden Fall tanky. I'm a tanky beer. So.
Wir deffen jetzt einfach unsere Jinx und dann ist eigentlich Free Wind, ne? Wir müssen Front to Back einfach nur spielen. Ich kann hier gleich wieder... Ja, das meine ich so. Es ist einfach so gut. Wie fucking fast and furious ich bin. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam, meine Freunde der Sonne. Jinx, können wir bitte das Spiel beenden? Das, also, ja, ich weiß nicht, ob wir noch finishen können. I mean, we will see, right? Oh my lord. Nice one. GGWP. Ja, was ein Game. Was ein Game. Crazy Game. Crazy Game. Ja, Randuins wäre gut gewesen auch, ja. Let's go! Pretty sure die Nami gehört trotzdem reported. Nein, mal me, völlig korrekt, ja.